Bad Wildbad liegt im dicht bewaldeten nördlichen Schwarzwald am Grunde des eng in die Buntsandsteinhochflächen eingeschnittenen Teers der Enz. Wegen seiner besonderen Tallage ist die Sonneneinstrahlungsdauer eines Tages hier im Schnitt um 2 Stunden kürzer als in den umliegenden Gemeinden. Die erste sichere Nennung Wildbads ist von 1376, als Adolf von Nassau, der Bischof zu Speyer, ersucht wird, den Wildbader Kaplan zu ermächtigen, selbst Taufen und Beerdigungen vorzunehmen. Bereits im 15. Jahrhundert erscheint Wildbad als bedeutender Badeort. Viele adlige und hochgestellte Gäste suchten in den Thermalbädern Heilung ihrer Gebrechen. Wildbads Wirtschaft besteht auch heute noch primär aus den Wirtschaftszweigen Gesundheit und Tourismus. Das Ortsbild wird vor allem durch herausragende Beispiele der Kurarchitektur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts geprägt. Der Kurpark wurde 1699 angelegt und seitdem immer wieder erweitert. Das weitläufige Wegenetz erstreckt sich rund 1,5 Kilometer beidseits der Enz. Besonders erwähnungswert ist das Palais Thermal, welches 1847 als Graf Eberhard Barth erbaut wurde. Mit seinen Fürstenbädern und der Maurischen Halle zählt es zu den ältesten Bädern Europas. Moderne Anbauten ergänzen den historischen Bau mit diversen Saunen, Dampfbad und Massageräumen. Zum Abschluss unseres Tagesausflugs gab es dann noch etwas Leckeres aus der badischen Küche. Wir teilten uns jeweils eine Wirsingrahmsuppe und eine Flädlesuppe. Danach gab es hausgemachte Mauldäschle mit Schwarzwälder Schinken überbacken sowie Spinatknödel mit buntem Salat. Nachdem uns die freundliche Bedienung zum Nachtisch noch 2 Gläschen mit fruchtig klarem Schwarzwälder Seelenwärmern kredenzte und wir die Rechnung beglichen hatten, ging es in einer sehr dunklen Nacht zurück zum Stellplatz und ins Wohnmobil.